Hallo und herzlich willkommen bei Jochen und Tour. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich schlender hier gerade durch die Fußgängerzone von Schramberg und mache mich heute auf eine weitere Tour auf dem Ostweg. Und die geht bis Villingen. Das sind so rund 30 Kilometer und etwas über 600 positive Höhenmeter. Also seid gespannt, ich bin's auch. Ich kenne die Strecke auch noch nicht. Und heute ist schon sonniger Tag, Anfang März. Und somit beste Voraussetzungen für ein schönes Video und ein schönes Erlebnis. Hier drüben unter dem Zeltdach ist der Schramberger Busbahnhof. Da bin ich vorhin ausgestiegen. Und hier seht ihr die Schildachfliesen, die durch Schramberg durch Richtung Schildach fließt. Ich habe mir heute entschieden, gemütlich zu machen, viel zu wandern. Ich habe gestern viel im Garten geschafft und bin etwas müde und fertig noch und mache heute so mit eine gemütliche Tour Richtung Villingen. Und ich denke, auch wenn ich nicht so viel renne, werde ich das Video gerne angucken, denn da habe ich mehr Zeit, euch Dinge zu zeigen und bin ja ganz so schnell unterwegs. Jetzt geht es, wenn ich aus Schramberg raus bin, erstmal ordentlich den Berg hoch, so rund 300 Höhenmeter. Ähnlich wie zuvor auch nach Schramberg gekommen bin. Schramberg liegt im Talkessel drin und somit muss man jederzeit, wenn man irgendwo auf dem Ostweg weiter will, entweder runter oder hoch. Hier in dem Straßenschild seht ihr die Orte, wo ich heute auch vorbeikomme, nämlich Hart, Königsfeld und natürlich Villingen dann. Aber ich laufe nicht auf der Straße, sondern auf dem Ostweg. Hier sieht man noch mal ganz gut das Schramberg zurück und links oben sieht man die Burgruine. Schramberg ist auf den ersten Blick eher ein bisschen hässlich. Es liegt daran, dass die Stadt im Talkessel liegt, viele Straßen durchführen. Und wo ich zum ersten Mal reingekommen bin mit dem Auto, habe ich das auch gedacht. Auch letztes Mal, wo ich von Alpirsbach her gekommen bin, auf dem Ostweg, hatte ich nicht viel Zeit, bis mein Bus abgefahren ist und habe auch eher so einen Eindruck gekriegt, dass Schramberg nicht besonders attraktiv ist. Aber jetzt eben haben wir mal ein bisschen Zeit genommen, habe die Innenstadt angeguckt, die Fußgängerzone. Ich weiß, dass hier in der Uhrenstadt Schramberg nicht nur ein Uhrenmuseum, sondern auch noch ein Automuseum gibt. Es gibt auf jeden Fall ringsherum schöne Natur. Und wer hier in der Gegend ein bisschen kürzer wandern will, dem sei der Schramberger Burgenpfad empfohlen, der hier rund um Schramberg, ich glaube so 10 Kilometer lang oder sowas, entlang geht. Also ich denke, da kann man so einiges hier erleben und Schramberg lohnt sich auf jeden Fall mal für einen Tagesausflug. Und jetzt geht der Pfad hier weiter in den Wald rein, immer weiter bergan auf die Höhe. So, letzter Blick zurück auf Schramberg. Und jetzt geht es dann Richtung Hart, das ungefähr in 5 Kilometer kommt. Ja Leute, ich bin immer noch im Anstieg auf der heutigen Strecke. Wird der höchste Punkt nach weniger Kilometer erreicht, nämlich jetzt, wenn der Anstieg hier zu Ende ist, so noch 3-4 Kilometer, habt ihr den höchsten Punkt erreicht, mit etwas, glaube ich, über 840 Meter oder so. Und dann verteilen sich die restlichen 300 Höhenmeter, sage ich jetzt mal, auf der restlichen Wegstrecke im Auf und Ab, aber so hoch kommt man dann eben nicht mehr. Und zum Schluss nach Villingen, das liegt ein bisschen tiefer, da geht es dann noch eine ganze Weile zum Schluss bergab. Na, bin mal gespannt, was der heutige Tag so
für mich bietet. Hier oben sieht man schon die Sonne durchscheinen. Und dann hat vielleicht auch da oben irgendwo der Anstieg bald ein Ende. Das meiste vom Anstieg scheint erstmal vorbei zu sein. Und es geht auch noch ein bisschen weiter berghoch. Und jetzt kommen wir so langsam in eine Gegend mit Wiese und Höfe. Ihr seht es auf dem Wegweiser, ich bin jetzt hier in Untertischeneck. Und wie weit das so am Ostweg noch nach Tischeneck, Hart, Königsfeld und Villinge ist, das seht ihr hier auch. Das da vorne dürfte Tischeneck sein. Und so sieht die Landschaft aus, die jetzt vor mir liegt. Auch hier auf der Hochebene weht wieder ein guter Wind, wie bei der letzten Etappe auch. Nur ist es heute ganz so kalt, weil Sonne mehr scheint. Und auch der Wind fühlt sich nicht ganz so kalt an. Umso besser. Seht euch die tolle Aussicht an. Klasse. Jetzt führt der Weg hier weiter hoch zur Benediktenhöhe. Und wer weiß, vielleicht hat man von da aus ja auch wieder gute Aussicht. Ich sitze hier an der Benediktenhöhe. Die liegt auf fast 800 Meter Meereshöhe. Und mache gerade hier ein kleines Päusle. Hier hat man eine tolle Aussicht. Und nach dem langen Anstieg von Schramberg hier hoch, haben wir auch eine kleine Pause verdient, finde ich. Und dann geht es jetzt gleich weiter. Und jetzt zeige ich euch mal noch die Aussicht, würde ich sagen. Dahinter bei den Häusern sieht man einen Wasserturm. Und ganz, ganz weit hinten sieht man auch noch einige Windräder. Aber das dürfte schon weit über dem Kinzigtal draußen liegen, von der Entfernung her. Mein Kumpel Andi macht auch gerade den Ostweg auf meine Empfehlung hin. Der ist aber in umgekehrter Richtung unterwegs. Und der müsste gerade zwischen Freudenstadt und Alpensteig unterwegs sein. Liebe Grüße, Andi. Und danke für den Tipp für die heutige Etappe. Er hat mir nämlich für Königsfeld einen Einkehrtipp gegeben. Und was das für ein Lokal ist, das werden wir dann später sehen. Hier vorne taucht das Örtchen Hart auf. Und dahinter kann man schon schemenhaft die Berge der Schwäbischen Alb erkennen. Ich stehe jetzt hier an der Butzenhöhe oberhalb von Hart und hier hat es eine Aussichtstafel und da sind all die Berge drauf, die ich auf dem Weg der Zehntausender letztes Jahr gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch mal die Tafeln, danach die entsprechenden Berge und falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dringende Empfehlung, den mal anzugucken. Das war wirklich eine schöne Tour, die ich letztes Jahr da im Herbst gemacht habe in der Schwäbischen Alb. So sieht die Karte aus. Hier hinten seht ihr die Berge in echt. Und rechts vom Kirchturm der markante Buckel, den man da sieht, das ist der Lemberg. Ja, der Lemberg ist auch gleichzeitig der höchste Berg der Schwäbischen Alb. Und Rollinger mit Lemberger ist mein Lieblingswein. Aber davon habe ich heute noch nichts getrunken. Macht nichts, ich bin trotzdem gut drauf und freue mich in dem schönen Tag draußen. Der Ostweg streift Hart nur am Rande. Ich habe jetzt 7 Kilometer hinter mir seit Schramberg, weitere 7 vor mir bis Königsfeld. Und wenn ich in Königsfeld bin, da sind es nochmal weitere 14 bis Villingen. Kleiner Blick zurück Richtung Hart und Schwäbische Alb. Und der Ostweg, der führt jetzt hier links weg. Jetzt ist Viertel 12 und ich krieg so langsam Hunger. Ich freue mich schon auf Königsfeld und den Einkehrtipp vom Andi. Das ist ein Kaffee, wo ich da einkehre. Also es gibt keinen Döner, zumindest jetzt noch nicht. Und in dem Kaffee
werden auch Antiquitäten verkauft und andere Accessoires. Und da bin ich mal gespannt, was mich da erwartet. Ich habe zwar schon Bilder davon gesehen, aber wenn man dann in echt dort ist, dann ist es immer noch mal was anderes. Gerade eben habe ich der ThyssenKrupp Aufzugstestturm, der ja bei Rottweil steht, entdeckt, den man von hier ganz gut sehen kann. Und den zeige ich euch jetzt mal. Dahinter guckt er raus, hinterm Wald. Und der ist richtig, richtig hoch. Aber in meinem Video vom Weg der Zehntausender seht ihr den mehrmals und viel besser wie von hier. Wirklich herrliche Aussichten hier oben. Leute, macht den Ostweg auf jeden Fall mal. Es lohnt sich. Und die Etappe scheint sich auch zu lohnen. Das hier ist die Muckenmühle. Und scheint ein Wohnhaus zu sein. Ja, schön hier zu wohnen. Da vorne scheint auch so eine kleine Burgruine zu sein. Mal sehen, ob der Weg da vorbeiführt. Ja, und schon nach kurzer Zeit konnte ich mir die Frage selbst beantworten. Das ist die Ruine Waldau, wo ich da gesehen habe. Und die ist schon seit ein paar Kilometern ausgeschildert. Und der Ostweg müsste also dran vorbeiführen. Ja, und hier an der Ruine Waldau gibt es auch die Waldau-Schenke. Das ist ein Lokal, wo man wohl einkehren kann. Und direkt dahinter seht ihr die Ruine und die gucke ich mir jetzt mal an. Die Preise in der Waldau-Schenke sind super human, also da kann ich wirklich sagen, da passt's. Die Ruine Waldau ist ein schönes altes Gemäuer. Da könnt ihr, wenn ihr hier seid, euch das Ganze mal angucken, könnt ihr auf den Turm hochsteigen. Oder ihr kehrt lieber gleich in die Schenke unten dran ein und lasst es euch da gut gehen. Hier seht ihr nochmal die Schenke und die Ruine und da war es wirklich toll. Königsfeld ist jetzt ganz nah. In weniger wie 2 Kilometer habe ich das erreicht. Und mein Appetit zur Mittagszeit wird immer größer. Und ich freue mich richtig auf eine Einkehr. Hier seht ihr, für was das Königsfeld alles steht. Was sie so alles zu bieten haben. Und kurz dahinter kommt da schon das Ortsschild. Und hier seht ihr das Albert-Schweitzer-Haus. Wo Albert Schweitzer mit seiner Familie ungefähr 30 Jahre drin gelebt hat. Und ich befinde mich mittlerweile im Schwarzwald-Baar-Kreis. Und die Autos hier haben VS als Kennzeichen von Villingen-Schwenning. Hier seht ihr die Kirche von Königsfeld. Und ich befinde mich gerade am Zinzendorfplatz. Und da gebe ich euch mal einen kleinen Rundumblick. Jetzt wartet mein Sahnehäubchen auf mich. Und es ist nicht meine Frau, sondern es ist das Café, wo ich vorhin erwähnt habe, wo ich einkehren will. Hier seht ihr den Platz und die Kirche nochmal von der Seite und somit mit einer besseren Übersicht. Hier ein kleiner Blick auf den Kurpark von Königsfeld und da lässt sich auf jeden Fall entspannt auf Bänken sitzen und die Stille genießen. Ja Leute, ich habe es geschafft, aber nicht so wie ihr jetzt denkt. Ich habe das Kaffee verpasst, das habe ich geschafft. Bin irgendwie wohl dran vorbei und habe es nicht gemerkt.
Da waren so einige Cafés und irgendwie hatte es kein Schild, was gelesen, was das Richtige wäre. Und jetzt bin ich wohl dran vorbei. Ja gut, so ist es jetzt halt. Jetzt warte ich mal noch ab, ob ich noch was Adäquates als Ersatz auftreiben kann hier im Königsfeld. Oder es dann Riegel und essen nächster Ort was oder in Villingen dann. Das geht ja auch. Ja Leute, Königsfeld liegt wieder hinter mir und zum Aldi, wo hinter mir jetzt gerade liegt, wollte ich auch nicht. Da muss ich halt Riegel essen. Geht doch auch mal. Die Leute, wo hier rumlaufen, da vorne seht ihr das vielleicht bei dem, die spielen Disc Golf, also die werfen wie ein Frisbee so eine Scheibe. Und dann gibt es so Körbe da, wo da stehen und dann müssen sie reinwerfen. Und ähnlich wie dann beim Golfspiel. Je weniger Würfe du brauchst, um den Korb reinzuwerfen, je besser ist's. Interessant, habe ich auch noch nicht gesehen. Hier kurz nach Königsfeld geht ein schöner Pfad durch den Wald. Gefällt mir richtig gut. Ihr habt schon bemerkt, ich renne wieder einige Abschnitte. Das liegt daran, dass mein Fuß nicht mehr so weh tut wie morgen. Und ja, so mal so ein Mix aus Wandern und Rennen und hangel mich so durch den Schwarzwald durch. Schöne Aussicht hier. Und hier ein Bänkle und eine Liege, wo man die genießen kann. Mönchweiler habe ich in 1,5 Kilometer erreicht und bis Villingen, meinem heutigen Etappenziel, sind es noch 10 Kilometer. Das ist doch überschaubar, würde ich sagen, und ich freue mich auf die restliche Strecke. Ich laufe jetzt auf Mönchweiler zu und dann schauen wir mal, was der Ort zu bieten hat. Vielleicht findet sich ja da noch was zum Schnappen für mich. Ja, Mönchweiler hat bisher nicht allzu viel zu bieten. Der Ort steigt für Tür durch, Wohngebiete durch, die man nicht wirklich gesehen haben muss, sage ich mal. Ja, nach dem Wohngebiet kommt wie so oft aus Industriegebieten und dahinter scheint es wieder Richtung Wald zu gehen. Ihr habt es gesehen, aus Mönchweiler bin ich wieder raus. Und da der Ostweg nicht durch die Ortsmitte ging, konnte ich da auch nirgends einkehren. Somit muss meine Einkehr oder mein Appetit bis Villingen warten. Und Villingen liegt mittlerweile nur noch 8 Kilometer entfernt. Also gut, jetzt gehe ich voll an. Der Weg war vor Mönchweiler und ist ja auch nach Mönchweiler breiter Waldweg. Aber es läuft sich gut. Der Weg ist nicht allzu matschig gerade. Und das ist das Allerwichtigste. Ich habe in vergangenen Tagen im heimischen Wald auch schon ganz andere Dinge erlebt, wo die Schuhe dann nachher schlammbedeckt waren. Von daher bin ich ja ganz zufrieden.
sieht mal diesen tollen Ausblick an. Richtig schöne Schwarzwaldhöfe dahinter. Und unter bei der Straße ist die Schwarzwaldbahnstrecke, auf der ich nachher zurückfahre. Und da sind wir auch schon beim Thema Rückreise. Ich fahre mit dem Zug von Villingen bis nach Hausach und dann mit der Kinzigtalbahn wieder zurück nach Schildach, wo ich geparkt habe. Somit ist die Etappe von Schildach aus super machbar. Von da aus bin ich heute Morgen mit dem Bus nach Schramberg gefahren. Einfach ein bisschen auf die Fahrzeiten gucken. Idealerweise, wie ich, noch ein Deutschland-Ticket haben. Und dann lassen sich solche schöne Touren durch die Schwarzwaldlandschaft prima bewerkstelligen. Schon seit einiger Zeit, jetzt, ihr habt es schon gesehen, gibt es einen richtig schönen Pfad hier, wo der Ostweg entlang führt, und der will gar nicht enden. Der ist richtig gut. Schwarzwaldbahn bin jetzt erheblich näher gekommen schon. Und da unten ist schon alles Bahnwärterhäusle, wo jetzt vielleicht jemand drin wohnt oder seine Woche ein Häusle hat. Ja, der schöne Pfad geht immer weiter und weiter. Für mich jetzt schon einer der schönsten Wegabschnitte auf dem Ostweg. Zumindest was ich bisher erlebt habe. Klar, Mondbachtal gehört auch dazu. Erste Etappe vom Ostweg. Aber so ein langer schöner Pfad wie hier. Es gibt Felder. Jetzt sind es noch 3,5 Kilometer bis Villingen und der Pfad geht immer noch dahin und ist immer noch wunderschön. Und hier gibt es ein Armbad. Der Verkehrslärm wird immer lauter und ich glaube, ich habe jetzt den Ortsrand von Villingen gleich erreicht. Und da zeige ich euch dann mal noch ein bisschen was von Villingen, würde ich sagen. Wie immer am Anfang von der Stadt laufst du erstmal durch Wohngebiete durch und es dauert noch ein Weilchen, bis du im Stadtkern näher kommst. Und so scheint es hier in Villingen auch zu sein. Aber ich denke, in 1 bis 2 Kilometer bin ich in der Fußgängerzone und finde da was zu essen und kann meine Tour dann am Bahnhof beenden und mit dem Zug zurückfahren. Ich laufe immer noch Richtung Innenstadt und da geht ein schöner Weg, die Brigach entlang, die in dieselbe Richtung fließt, wie ich laufe. Jetzt kommt eines der Stadttore von Villingen in Sicht und somit ist die Innenstadt und die Fußgängerzone nicht mehr weit. Ich zeig's euch gleich. So sieht das Ganze aus. Und da geht's durch Richtung Bahnhof. Ja, hier ist richtig schön und gut was los, wenn ich da so vorguck. Hier bin ich hergekommen. Da ist ein weiteres Stadttor. Ob es da hinten eins hat, weiß ich nicht. Aber diese Richtung ist auf jeden Fall auch eins. Und da geht es auch Richtung Bahnhof. Jetzt laufe ich erstmal ein bisschen durch die Innenstadt. So, jetzt habe ich eigentlich eine Möglichkeit gefunden.
In diesem Sinne, Mahlzeit und zum Wohl. So, jetzt ist Zeit für ein Fazit von der Tour. Mir hat es von Schramberg bis Villingen sehr gut gefallen. War eine tolle Etappe auf dem Ostweg. Ich hatte immer viel Aussicht gehabt. Es gab schöne Pfade, aber auch breite Waldwege. War eine gute Mischung, vor allem zum Schluss ging ja der Pfad richtig lange. Einkehren können wir unterwegs zur Genüge. Zum Beispiel die Waldau-Schenke an der Ruine Waldau. Wäre eine gute Möglichkeit, ziemlich zur Strecke Mitte hin. Ja, ich habe es euch erklärt, wie ich es gemacht habe. Wie ich anreise und bald abreise. Und somit wisst ihr alles. Wenn ihr noch was wissen wollt, fragt mich einfach. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jochenheim Tour. Also, danke. Ciao. Und das Stadtwerk gefällt mir auch gut. Sieht richtig gut aus. In wenigen Minuten kommt jetzt mein Zug, der mich zurück nach Hausach fährt. Und der Bahnhof, den sehe ich auch schon. Gleis 2, 1.